Strafen sind nur für Personen, nicht für Menschen. Er hat gesagt, das könne er nicht glauben, so wie hantiert wird, wie umgegangen wird. Mhm. Das glaube er nicht. Mhm. Ich habe gesagt, das ist alles okay, ja. Mhm. Er solle sich doch bitte diesbezüglich schlau machen. Mhm. Er war 3 Wochen später an einem anderen Vortrag, habe ich ihn wieder gesehen. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, also nein, er ist nicht nur zu mir gekommen, er hat das im Vortrag erwähnt vor allen Menschen und hat gesagt, er ist IT-Spezialist für KI an einer Universität in der Schweiz, für künstliche Intelligenz. Und er hätte das programmiert und hätte das überprüft. Und ich habe den angeschaut und gesagt, was, so schnell? Also er hätte alles überprüft, weltweit hätte er die Gesetze durchforstet. Ja. Es gibt weltweit kein einziges Gesetz, wo der Mensch bestraft wird. Du hast recht. Ich habe gesagt, ja, ich weiß. Es ist so. Ja. Und er hat das mit künstlicher Intelligenz überprüft. Gesetze der Strafe sind nur für Personen, wenn du dich damit identifizierst. Weil wir sind nicht diese Person, wir haben eine Person. Und das sollte gelernt werden. Das sollte den Menschen als Entscheidung übergeben werden. Will ich selbstverantwortlich durchs Leben gehen, für mich selber schauen, in Eigenverantwortung? Ich zahle in die Gemeinschaft, was ich brauche, was ich zahlen will und helfe auch mit. Ich gebe meine Lebenszeit, meine Energie da rein. Ja? Und wenn viele sagen, das wird nicht funktionieren, das funktioniert überhaupt nicht, dann sage ich, okay, dann müsste man mal die Grenzen der Gedanken des Geistes mal wegnehmen, die Zäune wegnehmen, die Wände wegnehmen und mal weiterdenken und sagen, ja, okay, könnte es denn anders sein? Weil das heißt noch lange nicht, dass es nicht funktioniert, wenn wir es noch nie gehabt haben. Ja. Das Juristenkomitee sagt auch noch, ich lese es vor, ist ja auch immer ganz wichtig, dass man die Juristen also auch dann genau zitiert. In unserem Beitrag greifen wir einige Kernelemente der beiden Theorien auf und prüfen, ob sie sich als haltbar erweisen. Zudem diskutieren wir, ob die mit den Theorien angestrebte Wirkung, die im Ergebnis einer Staatsverweigerung gleichkommt, sinnvoll und zielführend ist und ob sie eine demokratische Legitimation aufweist. Ich greife dieses Wort jetzt auf. Staatsverweigerung, ist denn dem so? Würdest du dich jetzt als Staatsverweigerin fühlen? Nein, auf keinen Fall. Das, was ich ja will, wäre ein Staat. Ja? Ein Staat mit Gesetzen, mit Recht, das gesprochen wird. Ich möchte, dass sie sich an die Verträge und an die Gesetze halten. Das tun sie nicht. Ja? Wir haben das nicht mehr. Ich werde die Erste, die sagt, ich möchte einen funktionierenden Staat, einen souveränen Staat. Ich möchte, wo Recht gesprochen wird. Und wir Gesetze haben, wie sagt man so schön, Zucht und Ordnung herrscht, weil die Menschen das in natura oft nicht können, ja, wenn sie keine Vorgaben haben. Es ist halt so, betreutes Denken, betreutes Handeln, was auch immer, ja. Nicht alle sind zum Souverän geeignet und nicht alle sagt, oh, ich bin souverän, ja, dann wäre mal das Verhalten angepasst, ja. Und auch ein ehrenvolles Verhalten gegenüber mit Respekt und Anstand, das ist ja vielen kläglich abhanden gekommen, ja. Ethisches Verhalten, ne? Ja, und ja. Ich bin kein Staatsverweigerer, überhaupt nicht, sondern ich sage, wir haben keinen Staat mehr, ich möchte gerne, dass das angewendet werden würde, ja, aber wir haben ja keine ordentlichen, unabhängigen Gerichte. Ja, soll mir einer zeigen, wo noch ein ordentliches Gericht oder eine faire öffentliche Verhandlung stattfindet? Die findet nirgends statt. Du wirst ja ausgeschlossen, wenn einer vor Gericht muss, da dürfen noch 4 Menschen rein, respektive Personen, ja, Ausweis zeigen und alle anderen dürfen draußen warten. Das hat mit Öffentlichkeit nichts zu tun. Öffentlich heißt, alle dürfen mitschauen und mithören und zuschauen, hinschauen. Und das ist ja gar nicht gewährleistet. Das darf man nicht, dass das wird unterbunden. Ja? Wir haben diese Rechtssicherheit nicht mehr. Dir wird keine Auskunft gegeben. Ja? Da läuft so viel schief. Ich bin die Erste, die einen souveränen Staat möchte. Ja?
Das PDF vom Juristenkomitee werde ich unten auch noch verlinken für euch. Und ich möchte jetzt das auf der Seite 13 vorlesen. Machtmissbrauch und Änderungen am bestehenden System. Nummer 46. Grundlage staatlicher Macht ist grundsätzlich der Gesellschaftsvertrag. Soll also das geltende Herrschaftssystem geändert werden, so kann dies nur auf der Basis eines neuen Gesellschaftsvertrages erreicht werden. Das heißt mittels Revision der Bundesverfassung. Dies setzt aber eine Auseinandersetzung mit dem derzeitigen Herrschaftssystem voraus. Eine Flucht in irgendwelche Parallel- oder Warnsysteme hingegen führt einzig dazu, dass man letztendlich doch wieder vom geltenden Herrschaftssystem eingeholt wird, ohne es verbessert zu haben. Romy, jetzt lese ich hier Herrschaftssystem, aber nicht Rechtssystem. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Kannst du mich dazu aufklären, bitte? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Das Herrschaftssystem, ich bedanke mich ganz herzlich beim Juristenkomitee. Das Herrschaftssystem, es ist genauso ausgedrückt, das ist auch die Wahrheit, so ist es. Es ist die Herrschaft, sie herrschen. Ja? Sie herrschen mit der Person in diesem System. Und sie kreiden ja an, dass ein Parallel- oder ein Wahnsystem, also mit Wahnvorstellungen. Also man wird da irgendwie doktriniert in ein irgendwas, das sind Wahnvorstellungen. Nein, es sind keine Wahnvorstellungen, sondern das ist Fakt. Ja? Der Mensch berechtigt hier zu leben. Wenn das in einer Gemeinschaft ist, wo jeder seinen Beitrag tut, auch in der Wirtschaft, auch in Firmen, wie auch immer, müsste der Mensch viel, viel weniger arbeiten. Er könnte viel mehr sich um seine Berufung kümmern. Er müsste nicht 5 Tage die Woche, 40, 42, 43 Stunden Arbeit nachspringen, dass ein Lohn reinkommt, wo er gedient hat, ja, um all diese Rechnungen zu zahlen. Ja, den Menschen, gerade einer kleinen Familie, denen bleibt ja gar nichts mehr, ja? Da sind gezwungen, beide arbeiten zu gehen, die Kinder in Kitas zu bringen. Die Familie wird ja völlig, völlig zertreten. Die Familie wird auseinandergerissen. Will man die zerstören? Ja, man will die Familie zerstören, ganz klar. Aber das ist schon, das ist da auch ein Konstrukt, das läuft schon jahrelang, ja? Da hat man auch die Frauen so weit gebracht, dass sie etwas sind oder nur etwas sind, wenn sie arbeiten gehen und Geld verdienen, dann habt ihr was. Ja, also ich sage immer, die Weiber können nicht rechnen. Das, was sie einnehmen, kommen sie höchstens in eine höhere Steuerprogression oder sie geben das Geld für Kitas aus oder für solche Sachen. Sie geben ihre Sprösslinge weg. Das Wichtigste, was sie haben, um Wissen weiterzugeben, ihr Wissen vermitteln, sie zu lernen, ja? Ihnen Grundsätzliches beizubringen, wie Respekt, Anstand, Ordnung, Sauberkeit, das ist ja alles abhanden gekommen. Ja, man schaue diese Zombies an, die können nichts anderes als mit dem Handy in der Hand, ja. Hauptsache, die Fingernägel sind gemacht oder der Busen ist vergrößert oder die Lippen gespritzt oder die Haare toll gefärbt, keine Ahnung. Es geht darum, sich materiell so ins Außen zu begeben, statt die Werte der Sippe, die Werte, das Wissen weiterzugeben, da ist ja fast kein Wissen mehr vorhanden, ja? Und die ältere Generation hat man in Heime gesteckt, die hat man abgeschoben, ja? Weil niemand mehr Zeit hat, sich darum zu kümmern und beide arbeiten müssen. Es ist himmeltraurig, ja? Und nur wegen des Geldes. Also es geht immer nur ums Materielle. Und das wäre schön, wenn da wieder mehr, ich brauche jetzt das Wort Familie wäre, wenn wieder mehr Zusammenhalt wäre, ja? Und die Leute sich nicht wegen allem spalten und trennen lassen, ja?